Moin und herzlich willkommen. Kurze Info, Campi Flickrey. Plötzlich ist wieder vieles anders. Viele Beben und ordentliche Magnituden. Die beiden stärksten hatten Magnituden von 3,1 und 3,3 und lagen in etwa 2,5 Kilometern Tiefe, also wohl im Hydrothermalsystem. Dazu kommen noch 6 weitere Beben mit Magnituden über 2 und noch viele weitere darunter. Keines der Beben lag tiefer als 3 Kilometer. Die beiden stärksten Beben fanden im Solfatara-Piscarelli-Gebiet statt. Die magmatischen Fluide sind ordentlich in Gange. Zuletzt hatten wir ja spürbar weniger Erdbeben. Ich vermute aber, dass dies nicht auf Aktivitätsrückgang zurückzuführen war, sondern auf die stabile Deckschicht, und möglicherweise kam es jetzt zu kleineren Brüchen und somit zu den Beben. Könnte ich mir als Laie zumindest vorstellen, kann aber auch völlig anders sein. Brüche gab und gibt es ohnehin laufend, da wir hier ein aktives System haben. Dennoch kann ich die Aufregung in den sozialen Medien verstehen, solche Beben sind spürbar. Und soweit ich gelesen habe, wurden sie sogar in Neapel gespürt. Naja, ich habe seit Beginn der neuen Aktivitätsphase der Campi Flickrey noch nie so viele Beben mit solchen Magnituden gesehen. Das könnte man so stehen lassen, aber man kann auch noch was hinzufügen. Ich wiederhole mich dann allerdings. Die Wochen zuvor ließ die Anzahl der Beben nach. Ebenso hieß es, dass die maximale Flexibilität des Deckgesteins erreicht wäre. Dies passt gut zusammen. Das Deckgestein blieb starr und somit kam es zu weniger Beben. Der Druck blieb allerdings unverändert, zumindest nehme ich dies an. Dann verging einige Zeit, der Druck stieg und stieg, und jetzt war der Punkt erreicht, wo der Druck stärker war als ein Teil des Gesteins. So könnte es zu den Beben gekommen sein. Und ich rede hier nicht vom Deckel. Irgendeine Schicht, wo es zu einem Bruch kam. Oder eben Fluidbewegung im Hydrothermalsystem. Das Ganze ist meine subjektive Meinung und stellt lediglich eine Möglichkeit basierend meiner Kenntnisse dar. Vielleicht gibt es eine offizielle Meldung. Was man allerdings noch sagen könnte, wäre, wenn jemand an Magmaaufstieg denken sollte, dann muss dazu gesagt werden, dass die Beben in 7 bis 12 oder 14 Kilometern Tiefe komplett fehlen. Daher wäre es schwer, so eine Meinung zu fundamentieren. Na gut, so viel erstmal zu den Campi Flickrey. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch ein Abo auf YouTube da. Nicht ärgern lassen, hab noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.